Hersteller aus aller Welt treffen sich zurzeit in Frankfurt auf der internationalen Leitmesse für die Verarbeitung von Textilen und flexiblen Materialien auf der TexProcess und der parallel dazu stattfindenden TechTextil. Und einer der Schwerpunkte in diesem Jahr, das sind die aktuellen Sourcing-Trends. Denn immer mehr Endverbraucher sind sensibel, wenn es um Produktsicherheit und die Arbeitsbedingungen der Menschen vor Ort geht. Und das sorgt dafür, dass immer mehr Unternehmen mit immer weniger Lieferanten immer enger zusammenarbeiten wollen. Herr Ballweg, was sind denn die aktuellen Sourcing-Trends? Im Gegensatz zu den öffentlichen Zahlen, wo man meint, alles geht aus China wieder zurück und kommt nach Europa, haben wir ja bei unseren Mitgliedern von German Fashion ein ausgewogenes Beschaffungsumfeld. Das ist etwa ein Drittel Fernost, etwa ein Drittel die Türkei und Nordafrika mit hinzugerechnet und ein Drittel Osteuropa. Jetzt werden ja die Endverbraucher immer sensibler. Man achtet beim Label schon wieder so ein bisschen drauf, Made in. Reagieren Sie auch in der Produktion? Wir haben von German Fashion jetzt einen neuen Arbeitskreis, der sich mit diesen Themen, mit den Compliance, Social Compliance, Security Compliance, Environment Compliance beschäftigt. Wir waren immer der Meinung gewesen, man muss sich Fremdhilfe holen für die Kontrolle, sind aber heute der Meinung, dass wir das wieder zurückholen müssen. Unsere Branche steht dafür, die Selbstkontrolle zu behalten. Ob dann jedes Zertifikat auf dem Papier es wert wirklich ist, wissen wir nicht. Wir glauben, wieder direkt mit den Firmen zu kommunizieren und in unseren Kernkompetenzen tun wir das auch. Vielen Dank, Herr Ballweg, dass Sie für uns Zeit hatten. Uns hat Sourced sehr gut gefallen. Vor allem war es überraschend für uns, dass viele Einkäufer neue Destinationen für die Lieferanten gesucht haben. Das hat uns jetzt sehr überrascht und war auch wesentlich besser, als wir uns das bisher vorgestellt haben. Herr Brecht, Sie gehören ja zu den Initiatoren von Sourced. Was war die Idee dahinter? Die Idee war, dass man so eine Messe noch attraktiver gestaltet und hier die Potenziale einfach voll ausschöpft mit so einem Marktplatz wie die Sourced. Und wo sehen Sie die aktuellen Sourcing-Trends? Also die Trends sind ganz unterschiedlich von Marke zu Marke, denke ich. Für uns ist es interessant und wichtig, dass wir Partner finden, die Qualität und Lieferthema gewährleisten. Spielt die Zertifizierung da auch eine Rolle? Also die Zertifizierung, denke ich mal, ist ein sehr wichtiges Thema, weil wir einfach auch für unsere Kunden aufzeigen wollen, wo das Produkt herkommt und in welcher Qualität es ist. Vielen Dank, Herr Brecht, dass Sie heute für uns Zeit hatten. Im Sourcing-Bereich der TexProcess wurde eins deutlich. Es ist Bewegung im Markt. Immer mehr Länder drängen in die Industrieproduktion. Aber gerade im Bereich der Konfektionäre ist Altbewährtes immer noch ganz groß geschrieben. Hier kann man vielleicht die Prozesse noch etwas verbessern. Auf jeden Fall will so manches Unternehmen die Kontrollen wieder zurück ins Haus holen.